So, meine Lieben, da sind wir wieder und es geht auf zum Endspurt. Hinein ins Krankenhauszimmer. Oh, Krankenhauszimmer. Hier sollen wir jetzt unsere Stärke finden. Im Land der Schatten. Hallo, kleine Puppe. Glückwunsch, du bist ein großer Erkunder. Was? Wieso gibt es dafür eine Errungenschaft? Ich muss doch hier hin, oder nicht? Keine Ahnung. So, wir sind wieder im Krankenhaus. Aber es ist irgendwie spiegelverkehrt. Ich bin nicht so sicher. Okay. Da kommen wir rein ins Badezimmer. Was? Da haben wir irgendwas? Haben wir hier noch irgendwas? Was ist hier los? Aha. Irgendwas. Ja, irgendetwas. Irgendetwas ist hinter dem Bildschirm. Wenn ich bloß sein Grinsen wegwischen könnte. Das ist ein Grinsen. Okay. Können wir das hier nicht umschalten und dann. Na gut, dann brauchen wir wohl irgendwas dafür. Was haben wir hier? Rosen. Ich brauche etwas, um diese Äste zu schneiden. Okay, hier haben wir mal einen Stift. Das ist schon mal gut. Denke ich, weil Stifte sind immer gut. Keine Ahnung, wir gehen mal ins Bad. Da haben wir wieder sowas. Hier hängt jemand. Warum? Können wir hier irgendwas nehmen? Wir haben auch nur den Stift im Inventar. Ja, okay, hier ist, ne? Oder? Was ist das? Ah, ist was anderes. Oh nein, das ist zu schmerzhaft. Nicht mit dem hier. Nicht nach. Ach, nach dem hier. Können wir das. Haha! Was ist denn das? Schlüssel, gut. Es sieht wie ein Spinnennetz aus. Ja, da fehlt aber etwas, offensichtlich. Was haben wir hier? Ein Beutel. Da steckt etwas drin, wenn ich das bloß irgendwie öffnen könnte. Es ist ein Plastiksack. Das stehe ich mal nicht so an. Hier haben wir noch ein Schräubchen. Gut. Kann man immer gebrauchen. Okay, wir brauchen anscheinend ein Messer oder sowas, denke ich mal. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Thermometer, Rasierklinge, Springfeder, Pflaster, Spiegel, Tupfer, Pinsel, Rose, Tee und zwei. Tee. Wir suchen einen Tee. Ist hier irgendwo eine Tasse? Entschuldigung. So, Rasierklinge, Springfeder, Pflaster, Spiegeltupfer, Pinsel. Da, ja gut, ist ein Rasierer, ne? Ist keine Rasierklinge. Das war kein Pinsel, das war eine Bürste. Na, das kann ja heiter werden. Okay, hier ist eine 2. Eine Rose. Spiegel und ein Tupfer. Saubere Zähne, Rettungsring. Saubere Zähne. Wir haben ja eine Zahnpasta. Wo sind die Zähne da? Eine Zahnpasta, eine Zahnbürste. Kein Wunder, dass die Wörter nicht beherrschen, wenn ich es auch nicht mache. Hä? Was? Ein Rettungsring. Ist hier irgendwas da? Pump mal auf. Hier ist der Spiegel. So, Rettungsring haben wir auch. Thermometer, Springfeder, Pflaster und ein Tupfer. Was? Achso, nein, ich will nicht wieder zurück. Hier ist ein Tupfer. Nee. Was ist das? Weiß kein Mensch. Was? Der auf da immer zu blinken. Hier ist ein Tupfer. Das sind Thermometer, Springfeder und Pflaster. Das Pflaster klebt doch bestimmt irgendwo dran. Das sollte doch eigentlich nicht so schwer zu finden sein, oder? Und so eine Feder dürfte doch auch nicht schwer, oder? Ist das eine Springfeder? Nein. Diese ganzen Puppen hier drin, die ganz kirre. Sind alles perfekte Arbeiter. Wir haben hier eine nackte mit Nippel. Okay, Entschuldigung. Ach, hier, Springfeder. Yay! Jetzt nur noch das Pflaster und dann haben wir's. Das habe ich ja auch schon nicht gesehen. Pflaster. Uch, guck mal. Ich habe das schon dreimal gesehen. Wieso erkenne ich das nicht als Pflaster? Wie doof. Okay, wir haben eine Springfeder. Bringt uns die hier was? Nö, ne? Nö. Irgendwas davon auch nicht. Ja gut, dann gehen wir auf den Korridor. Ja, hier sieht es immer noch hübsch aus. Sind Dinge. Was haben wir hier? Ich brauche dieses Puzzle unbedingt. Es steckt in der Mauer fest.
Nein? Na gut. Hätte ja sein können. Hier fehlt ein Kopf. Scheint aber egal zu sein. Achso, hier geht's nochmal raus. Was haben wir hier? Ah, hier müssen die Puzzle hin. Okay. Haben wir hier irgendwas? Jemand fehlt auf dieser Bühne. Jemand. Okay, wir haben keinen jemand da. Schade. Können wir auch nicht nehmen. Dann gucken wir mal hier. Alistair. Ja, das ist die Zeichnung wieder. Was? Das Haus versperrt. Wir haben hier so einen Schlüssel. Ein Drachen. Ach, der fehlt bestimmt hier, oder? Aha. Teufelskopf. Wofür brauche ich einen Teufelskopf? Wenn wir den hier dran halten, bringt das was? Nein. Hiermit können wir nichts tun. Hier auch nicht. Eine Ratte. Okay, wir gehen mal hier rein. Keine Ahnung. Das ist jetzt alles spiegelverkehrt. Das macht mich kirre ein bisschen. Aber gut. Geht ihr mit? Mit der Feder. Oh. Hihi. Wir haben das Spinnennetz. Yay. Guck mal, hier ist schon. Das Schwert ist auch schon drin. Wie kommt das denn? Da ist noch irgendwas. Mit passendem Werkzeug kann ich diesen Riss vergrößern. Wie wäre es mit dem Teufelskopf? Nein? Okay. Denn wir haben jetzt das Spinnennetz. Da gehe ich erstmal zurück ins Bad. Spinnennetz hinein. Na? Toll. Du bist sehr gruselig. Ein Metallstab. Was? Metallstab. Können wir mit dem Metallstab hier das kaputt machen? Tatsache. Mit der Schraube ging das nicht. Gut, die Schraube ist ein bisschen klein, aber trotzdem. Okay, das haben wir. Dann denke ich, dass hier dieser Kopf reingehört. Oh, eine Klinge. Sehr gut. Ach, und ein Teil. Wir haben einen Teil gefunden. Ist hier noch irgendwas? Nö. Da kommen wir so nicht dran. Da haben wir schon alles. Na gut. Dann, warte, lass mich nochmal kurz hier gucken. Hier brauchen wir die Puzzleteile. Hier brauchen wir irgendwas zum Rausholen. Haben wir aber nicht. Guck mal, hier ist eine Schere. Schraube? Jetzt funktioniert die. Okay. Ich dachte, mit der Rasierklinge könnten wir, ach, falsche Richtung. Könnten wir hier das zerschneiden, aber ich denke, dann brauchen wir wohl eher die Schere, Mit der Rasierklinge können wir vielleicht den Beutel zerschneiden. Was ist denn hier drin? Eine Spitzhacke. Natürlich ist hier eine Spitzhacke drin. Wie dumm von mir. So, geht das? Ja. Was haben wir denn da? Ein Holzpflock? Gibt es hier Vampire? Müssen wir irgendeinen Vampir vielleicht mit dem Dinge tun? Keine Ahnung. Mist. Bewege die Wurzeln, um an den Hammer zu kommen. Ah, okay. Ja, ich verstehe, glaube ich. Muss einfach die richtige Reihenfolge. Na, hörst du wohl. So, her mit dem Hammer. Warte, was sollen wir denn mit dem Hammer? Walflock, was? Hier ist sonst nichts, oder? Nix. Das sieht, ich muss ja sagen, das sieht auch ein bisschen so aus wie Erinnerstes, ne? Bäh. So, hierfür haben wir nicht genug. Verstehe. So. Den Flock brauchen wir anscheinend nicht mehr. Gut, Teile rein. Erstmal alles auf Seite. Beziehungsweise.
Kann ja schon mal Sachen hinräumen. So, das kommt bestimmt da so hin. Huch. Da so. Hier. Das, keine Ahnung. Das kommt hier unten dran. Dann haben wir hier noch eins von da. Ist wie beim echten, also beim Puzzeln im echten Leben sozusagen. Da macht man auch immer erst den Rand. So wurde mir das damals beigebracht, zu puzzeln. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber immer erst den Rand, das macht es irgendwie einfacher. Das Schwert! Das ging aber flott. You? In the Shadowland? How amusing. What are you looking for here? Do you really want to return from whence you escaped? Have you already forgotten that you suffered so much? That it was you who caused the accident that has set these events in motion? What are you hoping for this time? It's just going to be the same old life for you. The world won't change, Alice. And I don't believe you will change either. Das stimmt, es ist auch schwierig, sich zu ändern. Das ist echt schwierig, sich zu ändern. Wenn man so seinen gewohnten Platz einfach aufzugeben und es ist schwierig. Es ist schwierig. Okay. Hey, jetzt ist es wieder da. Da, es war weg. Da. Naja. Jetzt ist es wieder weg. Hä? Okay, Glückwunsch, du hast Kapitel 4 im Schatten und so gemacht. So, ich frage mich, was jetzt noch auf uns zukommt, wenn wir. Ich weiß nicht, ob das dann einfach. Wir einfach raus und fertig? Keine Ahnung. Abbrechen? Du hast die. Wie abbrechen? Hä, wir sind doch jetzt fertig, oder nicht? Müssen wir noch irgendwas tun? Kommen wir hier nochmal zurück? Oh ja. Da sehen wir nochmal, wie es aussah. That door is the way back home. At least that's what I hope. Ja, dann sollten wir doch einfach mal da reingehen, oder? Wieso steht denn da abbrechen? Vielleicht Ende, weil im Menü steht auch mal abbrechen anstatt beenden. Ja, wir gehen da mal. Mal sehen, was passiert. Da drüber zu laufen ist ja schon alleine gruselig. Ja, da geht's tief runter. Jetzt beeil dich mal. Exit. This is how it all began. So hat alles begonnen. So hat sie es geschafft, ihr Leben zu ändern. Jetzt macht nicht jeder so eine life-changing innere Zerrissenheit Geistreise durch. Kann man das so nennen? Keine Ahnung. Deine Reise durch den Geist halt. Deswegen, Victor mit wie? Okay. Deswegen ist das, ist halt nicht einfach, ne? Also, man sollte definitiv, wenn man sich nicht wohlfühlt, da wo man ist, sollte man gehen. Wir haben nur dieses eine Leben. Und deswegen sollte man das tun, was man tun möchte in seinem Leben, meiner Meinung nach. Es ist aber manchmal auch schwierig. Violette auch mit wie? Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Trotzdem, wir haben nur dieses eine Leben und dann sollten wir dieses Leben nicht damit verschwenden, Dinge zu tun, die wir absolut nicht wollen. Womit ich jetzt nicht meine, dass man einfach, weiß ich nicht, also ich finde Arbeitslosigkeit, weil man wie nennt man das, weil man sich dazu entscheidet, für immer arbeitslos zu sein. Hallo? Keine Werbung hier, ja? Das haben wir schon gespielt. Okay.
So, weil man sich dazu entscheidet, einfach für immer arbeitslos zu sein, weil man gerne, weil das ist, was man tun möchte, nämlich nichts, das halte ich absolut für falsch. Also so ist es nicht. Aber man sollte halt gucken, dass man was tun kann, was man gerne macht. Zumindest, weiß ich nicht. Oder wenn man die Arbeit nicht als so wichtig erachtet, dass man dann halt was tut, was einem nicht ganz so sehr, ja, schadet. Oder was einen nicht ganz so sehr, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken will. Was man auf jeden Fall machen kann, was man aushalten kann, und zwar nicht aushalten im Sinne von, ich stehe jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, kurz vorm Nervenzusammenbruch, sondern aushalten im Sinne von, ich freue mich nach Hause zu kommen, aber es ist auch okay, auf der Arbeit zu sein. Und dann weiß ich nicht, dann sollte man vielleicht in seinem Privatleben das ein bisschen aufwiegeln und gucken, dass man da einfach Dinge tut, die man gerne tut. Ich bin der Meinung, man sollte versuchen, das ist halt nicht so leicht, aber versuchen, sein Leben so zu leben, dass man am Ende, wenn man am Ende dieser Reise angekommen ist, sagen kann, ja, mein Leben war gut. Das heißt nicht, dass man immer alles richtig macht, das heißt nicht, dass man immer alle richtigen Entscheidungen trifft, das geht auch gar nicht, denke ich. Aber es heißt einfach, dass man im Rückblick, im Großen und Ganzen sagen kann, mein Leben war gut. Es ist alles in Ordnung, ich kann jetzt gehen. So, an dem Punkt bin ich aber noch nicht. Ich hoffe, ihr auch noch nicht, weil ihr seid ja offensichtlich noch am Leben. Ja, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ich hoffe, ich habe mich nicht ganz blöd ausgedrückt. So. Ich habe das sehr gerne gespielt. Ja, die letzte Folge war jetzt doch nicht so lang. Kann ich mit leben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten EP oder bei der nächsten Geschmacksprobe oder wo auch immer. Und ja, lasst mir da, was ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.